meine lieben Grim Fandango-Freunde, Mandy Calavera-Fans, Velasco-Fans, ne? Letztes Mal haben wir Matche gesehen und sie hat uns irgendwie eine Flasche an den Kopf geschmissen und ist mit einem Schiff abgehauen. Und das Schiff war für so ein Riesenboot ziemlich schnell, ich gestehe, aber das sind nun mal Computerspiele, liebe Leute. So, Velasco, mein Freund, das ist tragisch. Dieser Hafenmeister Velasco ist ein brummiger alter Seebär. Ah, da solltest du erst mal seine Frau sehen. Okay, reden wir mal mit Velasco. Coole Stimme hat der Bubba. Na gut, dann wäre ich ja bereit, in See zu stechen. Womit? Auf der Limbo, Mann. Auf geht's. Manny, Manny, Manny. Die Limbo ist kein Passagierdampfer. Sie ist ein kleiner Frachter, Söhnchen. Und jeder an Bord muss mit anpacken. Naja, das kriegen wir hin. Wir werden dann arbeiten. Dann arbeite ich. Was kannst du denn? Verkaufen und Restaurants führen. Nun, Moment. Ein Posten auf der Limbo ist noch frei. Ach. Ja, im Maschinenraum. Genau das Richtige für deinen Kumpel Glottis. Aber er braucht eigenes Werkzeug. Glottis? Ja, und was mit uns? Okay. Wenn ich Glottis Werkzeug besorge, können wir dann in See stechen? Ja, eher schon. Nichts gegen dich, Manny, aber an Bord der Limbo ist einfach kein Platz für dich. Ihre Besatzung ist schon komplett. Da sie morgen früh ablegen, ist die ganze Crew sogar bereits an Bord. Alle, außer diesem einen Kerl. Nachtigalle, König, Trapsen, wer ist denn da noch nicht da? Wer ist denn noch nicht an Bord? Naja, Matrose Naranja ist etwas spät dran, aber er wird schon noch kommen. Naranja? Aha. Welchen Job hat Naranja denn gemacht? Er arbeitete in der Kombüse. Aha, Restaurantmanagement. Ja, es ähnelt dem, was du machst. Allerdings ist der Fisch auf der Limbo frischer. Pass mal auf, willst du unseren Fisch beleidigen, oder was? Na, und Naranja. Und wenn Naranja nicht kommt, kann ich dann für ihn einspringen? Manny, du bist nicht mal in der Seefahrergewerkschaft. Das wissen aber nur wir beide. Aber wir sind doch zwei Kerle, die etwas für sich behalten können, stimmt's? Glottis ist eine Ausnahme. Aber der Kapitän wird deinen Ausweis sehen wollen. Und wenn du keinen hast, wirft man dich den Haien zum Fraß vor. Und was noch viel schlimmer ist, ich muss was in die Kaffeekasse zahlen. Die Gewerkschaft ist unerbittlich, Junge. Und ich werde mich nicht mit denen anlegen. Das ist ja schrecklich. Das, wir werden von den Haien. Das Einzige, was dir einfällt, ist die Kaffee. Also nochmal zum Mitschreiten. Wenn ich Glottis Werkzeug besorge, dann kann ich ihn auf der Limbo unterbringen. Und wenn Matrose Naranja nicht auftaucht, was er allerdings wird, und ich einen Ausweis der Gewerkschaft habe, den du niemals kriegst, dann kann ich morgen früh mit der Limbo aufbrechen. Vermutlich schon. Das vermutlich hätte ich gerne ein bisschen konkreter. Was für Werkzeug braucht Glottis denn? Ausschließlich authentische Seebienenausrüstung. Authentische Seebienenausrüstung. Und woher kriege ich authentische Seebienenausrüstung? Warum fragst du nicht einfach eine von den Seebienen? Angst, gestochen zu werden? Das ist ein köstlicher Humor, Velasco, den du da hast. Das ist Naranja. Was glaubst du, wo Naranja steckt? Wahrscheinlich zu Hause, um sich Rezepte für die Reise rauszuschreiben. Okay, das klingt nach einem Plan, aber... Was ist denn das in der Flasche? Ein Schlepper? Das ist ein detailgetreues Modell der SS Lumbago. Ich habe nur Schwierigkeiten, den Ladebaum durch den Hals zu schieben. Siehst du? Das ist ja lustig. Und ich dachte immer, Leute mit Lumbago hätten Schwierigkeiten mit dem Rücken und nicht mit dem Hals. Schon gut. Ich gehe lieber schon mal packen. Ei, mach das, Söhnchen. Das ist ein Mediziner-Manny oder was? Das ist... Gucken wir mal hier. Das sieht aber ganz schön... Also nicht wirklich so sonderlich sicher aus, liebe Leute. Die SS Limbo hätte ein bisschen liebevolle Pflege nötig. Ja, was können wir machen? So gut war ich noch nie im Hochsprung. Diese verfluchten kurzen Beine. Ja, das ist tragisch, Manny. Abgeschlossen. Ich weiß. Ich habe es selbst abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich weiß, ich habe es selbst abgeschlossen. Ja. Meine lieben Leute, was jetzt kommt, ist ein absolutes Highlight. Seht ihr hier, The Man in the Moon? Und jetzt werden wir ein Gedicht der Extraklasse rezitieren. Ich weiß das noch, weil ich habe das damals gefeiert, dieses Gedicht.
Und das müssen wir uns jetzt mal angucken. Wie Knochen so bleich, schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Das Glück ward uns hold. Und ich dachte nur, hups, als sie kopfüber aufs Meer hinaustrieb. Das will ich unbedingt nochmal hören. Und jetzt zusammen. Wie Knochen so bleich, schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Das Glück ward uns hold. Und ich dachte nur, hups, als sie kopfüber aufs Meer hinaustrieb. Will ich nochmal. Und jetzt zusammen. Ja, die Knochen so bleich, schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Das Glück ward uns hold. Und ich dachte nur, hups, als sie kopfüber aufs Meer hinaustrieb. Ach, meine lieben Leute, das ist so wunderbar. Dieser Mond, das ist toll. Das ist Grim Fandango, liebe Leute. Das ist auf jeden Fall. Kommen wir da irgendwo hin? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wie Knochen so bleich schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Na, da geht's nicht mehr hin? Okay. Okay, wir müssen also drei Dinge klar machen. Ich habe schon wieder vergessen, was im Einzelnen, aber. Oh, ein Rondell. Ja, schön, ne? Es ist. Ja, dann. Nehmen wir erstmal den Weg. Wir müssen die alle vier noch machen, aber ne, da kommen wir her. Okay, da geht's zu Velasco. Wo kommt man da hin? Aber schön hier, ne? Das Wasser ist so schön plätschert, ne? Man hört es nicht plätschern, aber Manny, wenn du bitte mal Blue Cascade. Aha. Sagt er da was zu? Blue Cascade, okay. Dann gehen wir mal ins Blue Cascade. Das ist vielleicht auch ein bisschen schneller, aber ne, wir müssen den Blick genießen. Blue Cascade ist auch eine schöne Einrichtung. Das ist ein, ja, wir schauen mal. Blue Cascade. Geh mal rein, Manny. Das sieht aber sehr verrucht aus, liebe Leute. Das gucken wir uns mal. Was ist das? Das ist nicht anzugucken. Was macht ihr denn da? Hier gucken wir mal. Sieh sich einer die an. Die sehen aus, als wären sie vor Langeweile gestorben. Dafür sind sie aber auch ziemlich munter. Hi, wie heißt du? Hallo? Wir reden mit dir. Hi, wie heißt du? Okay, es mag an der Musik liegen. Ich weiß es nicht, wenn aber hier. Irre! Können wir mit euch reden? Aber verstehst du denn nicht? Mit dem Sturz der Regierung sind unsere Probleme beseitigt. Ach, Quatsch. Wir werden immer bewaffnete Gruppen brauchen, die ein Aufleben des Kapitalismus verhindern. Diese faschistische Denkweise ist genauso tot wie du, Genosse. Wenn alle Waffen verschwunden sind, fangen die Leute an, sich gegenseitig zu kontrollieren. Dann hält allein die öffentliche Meinung sie davon ab, Verbrechen zu begehen. Hola, ihr Wohlstandskinder. Hey, schau an, wer sich da blicken lässt. Es ist Manny Calavera, die linke und rechte Hand sowie der Arsch der Nouveau-Rich. Verschwinde, du Lackaffe. Wir reden über Dinge, die du nicht verstehst. Wie Wahrheit und Schönheit. Hat er gerade Lackaffe gesagt? Pass mal auf, Kollege. Ne? Das ist. Buenas noches, Genossen. Hey, Manny. Es ist nichts Persönliches, aber wir haben für Establishment-Typen wie dich nichts übrig. Wie kommt ihr darauf, dass ich zum Establishment gehöre? Du stinkst nach Kohle und Ausbeutung, Mann. Okay? Okay. Wie Kohle? Manny, ist mir was verschwiegen? Hey, Kids! Sorry, Manny. In unserer Revolution ist kein Platz für die Bourgeoisie. Genau, Mann! Hier ist kein Platz für fette, reiche Geier, die auf Kosten der Arbeiterklasse feiern. Das scheint mir doch ein ziemlich, sagen wir mal, rot angehauchter Haufen zu sein, die guten Brüder hier, ne? Können wir noch was aus euch rauskriegen? Hola! Was denn? Mr. Großkotz? Mr. Lenker? Mr. Big Spender ist hier? Da juckt mir doch glatt die Nase. Pass mal auf, Bruder. Noch so ein Spruch Kieferbruder. Hola. Wie geht's deinen Privilegien? Deinen Auswüchsen der Selbstverliebtheit? Ich würde ja kotzen. Aber ich habe leider nichts im Bauch, da ich das Spiel der Bosse nicht mitspiele. Das ist schlecht. Das ist in der Tat nicht gut. Hola. Da spricht der Fahrer eines Kombis.
Der Besitzer einer Pasta-Maschine, die leere Hülle eines menschlichen Wesens, das immer daran denkt, sein Hemd zuzuknöpfen, aber den Bruder im Elend vergisst. Jungs, das sind das alle nur Parolen. Mehr habt ihr da auch nicht zu bieten, oder? Hola! Ein weiterer Besuch des Sklaven des Kapitalismus, der mit den Ketten rasselt, die ihn an den ach so mächtigen Dollar fesseln. Okay, ich meine, hat er nicht ganz Unrecht, aber... Hola! Da du dich dem Kapitalismus verschrieben hast, Manny, musst du dich darauf einstellen, dass wir dir von jetzt an das kalte Schulterblatt zeigen. Das kalte Schulterblatt? Das wollte ich immer schon sehen. Zeig mir, wie sieht das aus? Hola! Oh, verschwinde! Das war eine Hand, aber kein Schulterblatt. Das will ich nochmal sehen. Hola! Oh, verschwinde! Okay, ich glaube, jetzt haben wir es ausgereizt. Wir sollen mal hier liegen. Das ist interessant. Das ist, ah. Gewerkschaftsgründung und Revoltieren leicht gemacht. Gewerkschaftsgründung? Wir brauchen irgendwas von einer Gewerkschaft. War das nicht ein Pass oder sowas? Können wir das so dezent mal... Hey, kann ich mir das Buch mal ausleihen? Wozu? Damit du unsere Revolutionspläne ausspionieren kannst und uns danach an deinen Freund Bogen verpfeifst. Hey, ich wollte nur etwas haben, das ich auf dem Pott lesen kann, okay? Vergiss es, Kummerbund. Hat er gerade Kummerbund gesagt? Na, egal, also den hier nix, was haben wir hier? Noch mehr Freaks. Können wir die anquatschen? Hi, wie heißt du? Okay, die Gäste sind ein bisschen schweigsam, aber was wir hier haben, liebe Leute, das ist was ganz Besonderes. Das zeige ich euch jetzt mal. Sieht aus, als wäre heute Talentabend. Und wenn wir was haben, meine Freunde, dann ist es Talent. Probieren wir doch direkt mal aus. Test, Test, Test. Alright, who's ready to rock and roll? Das klingt schon mal gut, das klingt aus Spielkind 45. Alright, who's ready to rock and roll? Ich. Bis mal naja, später vielleicht, ja, okay. Genau, ich möchte ein Gedicht vortragen, was ist eigentlich mit dem Essen im Flugzeug los? Okay, wieder ein bisschen zum Stand-Up-Comedian. Ist hier jemand, der weiß, wie Werkzeug? Wir quatschen das mal durch. Also das Gedicht, da waren wir noch mit, genau, Essen im Flugzeug. Ein kleiner Comedy-Man hier, ne? Was ist eigentlich mit dem Essen im Flugzeug los? Versucht er witzig zu sein? Ich meine, die Portionen sind klein und schlecht. Als Toter hat man nichts mehr zu lachen, Genosse. Leben ist Schmerz. Der Tod ist jetzt! Ich habe meine Haut versetzt! Das hättest du nicht tun sollen. Müssen wir auf. Genau, Werkzeug? Ist hier jemand, der weiß, wo ich Werkzeug herbekomme? Von das Seebienen. Einzige Werkzeug hier bist du! Yeah! Werkzeug der Regierung! Marionette der Ausbeuter! Hier ist ein ganz cooler Haufen. Na, genau, Naranja. Befindet sich im Publikum ein Anselmo Naranja? Er ist bei Toto und lässt sich schnitzen, wenn er nicht irgendwo seinen Rausch auspennt. Bei Toto lässt sich schnitzen, okay? Hey, weiß einer, wie ich in die Seefahrergewerkschaft komme? Hey, wir wollen die Arbeiter organisieren, nicht sabotieren. Okay, dann, meine lieben Leute. Ihr wisst ja, ich schreibe auch gelegentlich ein paar Gedichte und jetzt werde ich euch eins präsentieren. Das heißt, Manny wird euch natürlich eins präsentieren und das... Da sind wir selbst dran mit beteiligt und das ist damals eine ziemlich geile Sache gewesen. Guten Abend, ich möchte ein Gedicht vortragen. Ich auch. Verwirrt euch, Lüsternheit kann das gestern gewesen sein. Das war's. Verwirrt euch! Allein! Absolution! Suhle dich! Wow, ich hab mich verklickt. Dämmerung! Die Finsternis. Ich hab sie gespielt, auf meinem Kanal zu finden. Das war allerdings die zweite Finsternis. Die Finsternis. Warum? Und aus. Und aus? Hab ich wieder falsch geklickt? So sinnlos. So sinnlos. Ignoriere mich. Ein Hauch. Ein Hauch. Das Zentrum. Gebeine. Ja. Gib dich hin. Das war's. Gracias. Muchísimas gracias. Das war alles, Jungs, hier müde Session. Mehr habt ihr nicht zu bieten. Was ist das für ein faules Scheiße hier, ne? Aber es ist nicht geil, die Leute. Das machen wir in der nächsten Folge gleich nochmal. Oder ein bisschen.
Also, die Jungs wollen nicht mehr. Was hat euch mein Gedicht nicht gefallen? Das ist so schön vorgetragen und gefällt nicht. Also, was haltet ihr von dem Gedicht? Es hat mir gefallen. Es war deprimierend und wunderschön zugleich. Genau wie meine Mutter. Ich fand's grässlich. Es war zu kurz und für mich völlig nichtssagend. Wie mein Vater. Ich habe nichts empfunden. Es ist kindisch und egozentrisch. Wie mein Kater, Mr. Trotzki. Mr. Trotzki. Ich werde mit einem Kater verglichen. Mit, ich weiß gar nicht mehr, was ist. Meine Leute, das ist, okay, Poetry Slam kann auch mal in die Hose gehen. Und Manny, mein Freund, guck uns an. Ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das ist auf jeden Fall, das müssen wir toppen. Das müssen wir besser werden. Und ja, dann sage ich jetzt mal in diesem Sinne, bin ich in der Freunde, halt dich wacker und... Poesie, meine Leute, das ist das. Beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Spiegel, Dichter 45. Ciao, ciao.